Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet und Clank 2. In der letzten Folge haben wir das Spiel durchgespielt und wir haben uns jetzt hier nochmal zusammengefunden, um A, das Spiel zu bewerten und B, oh shit. Ja, gegen, oh nein, es ist schon wieder passiert. Wisst ihr noch beim letzten Mal, wo ich nicht mehr die Waffen wechseln konnte? Es ist jetzt schon wieder passiert. Also eben habe ich die Waffe gewechselt, aber irgendwie ist das Spiel jetzt wieder komplett für den Arsch. War das beim letzten Mal nicht auch bei der ultimativen Herausforderung? Im Moment, das... Ach, scheiße. Das bedeutet ja, dass ich das, oder? Ja, ich muss das Spiel nochmal komplett neu laden. Ja, ne, also, das find ich gut, dass das Spiel wirklich auf den letzten Metern uns nochmal zeigt, uns nochmal für allen gegenwärtig daran erinnert, was man hier definitiv nicht außer Acht lassen sollte bei der Bewertung, nämlich die Tatsache, dass das hier ein verkorkstes Remaster ist und zu oft zu große Probleme hat. Ich meine, wenn hier und da mal eine Augentextur so ein bisschen wegfällt, so wie das im ersten war, dann ist das ja noch verträglich, aber wenn man nicht mehr die Waffen wechseln kann in einem Spiel, wo es... Oh nein, jetzt möchte ich die Fahrt nochmal auf mich nehmen, ey. Da bin ich am Ende der letzten Folge ganz umsonst hier stumpf da lang gefahren, ne? Ja, wenn man nicht mehr die Waffen wechseln kann, dann ist das schon ziemlich, ziemlich bitter. Gut, der folgende Inhalt verschiebt sich um mehrere Minuten. Gott, so bescheuert. Ja, das Spiel dachte sich auch so, oh shit, Alter. Der hat sie jetzt begriffen, ne? Mit dem fucking Scharfinator wird der locker Runde um Runde schaffen. Und das können wir nicht zulassen. Aber für diese bösen, bösen Bibble-Bobbles werden wir dann doch erstmal diese hier verwenden, weil ich glaube nicht, dass... Ah, wobei, wir können es versuchen. Ich glaube aber nicht, dass der Scharfinator das wirklich kann, dass er da durchkommt. Und wenn, dann dauert es wahrscheinlich viel zu lange. Aber gut. Dann werde ich jetzt 2-3 Sekündchen lang nach dem Beginn dieser Runde nicht meine Waffen wechseln. Und hoffen, dass es funktioniert und... Ja, das... finde ich nicht in Ordnung. Das war jetzt unnötiger Schaden. Das kann wieder nachher das Zündlein an der Waage sein. Von daher starten wir das direkt neu. Warten ganz kurz. Lalalala. Und dann wechsle ich jetzt. Alles klar. Ja, also... Ratchet und Clank 2. Ich habe jetzt übrigens den Sound natürlich etwas runtergedreht, damit man mich jetzt hier auch versteht. Wo fangen wir an? Erstmal, was Positives. Das Spiel war, wie man gemerkt hat, 2-3 Stunden länger, was ich natürlich dadurch... Ist aber auch bitter, ne? Erklären lässt, dass wir hier so viele Nebenbeschäftigungen haben und wie gesagt, wenn man jetzt wirklich noch viel mehr Spaß... Okay, das wird akzeptiert. Die nächste Runde startet auch so, ich muss die Tiere nicht töten. Das ist ja nett. Schön, dass ihr an meine Tierliebe gedacht habt. Wobei, Roboter können ja aus gewissen Standpunkten auch Tiere sein, nicht wahr? Aber gut. Die hier, die... Ich wollte schon sagen, schießt ihr mal? Normalerweise schießt ihr doch, aber... Ihr verwendet eure Waffe gerade eher als Sprenger. Ja, genau. Das Spiel war minimal länger. Und wenn man noch ein bisschen mehr Bock auf Renn-Action und Flug-Action hätte, könnte man da sicherlich locker nochmal 5-6 Stunden rausprügeln. Von daher hat es das Spiel dementsprechend, was das angeht, besser gemacht. Ich meine, es ist länger, ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Naja... Also wenn man jetzt mal an die ganzen Open-World-Spiele denkt, nur mal so als oberflächlicher Vergleich, dann weiß man, dass mehr nicht automatisch besser ist. Hier kommt es halt, wie gesagt, auf deine persönliche Präferenz an. Wenn du, wie ich, keinen Bock auf den ganzen Shit hattest, noch nicht mal Bock auf die... Kolosseumskämpfe. Gut, ich finde, dass man das schon so ein bisschen machen muss und ich denke, das sollte einem auch Spaß machen, weil man, ja gut. Na, also, da gibt es wahrscheinlich auch wieder mehrere Fraktionen. So beispielsweise könntest du halt den ersten Teil gespielt haben und dann hattest du vielleicht auch Bock auf die Kämpferei und freust dich.
Vielleicht hast du auch nicht so viel Bock, aber freust dich trotzdem minimal. Also ich finde, dieses Geballer gehört halt schon dazu. Die Frage ist halt, in welchem Maß das tatsächlich stattfinden sollte. Und das ist hier der Punkt, den ich ja auch schon am Ende des ersten Teils, okay, jetzt muss ich aber ein bisschen ballern, angesprochen hatte. Wenn du, so wie ich, das Erkunden aus den ersten Leveln ein wenig besser fandest, dann hatte ich das jetzt hier, die Tatsache, dass man hier primär auf... Jetzt fällt mir gerade ein, das mit dem Funkturm, das kam doch nur einmal, ne? Das war die einzige Sache, wo ich dachte, das kommt mehrfach irgendwie. Bei den anderen Sachen da, da war das genaue Gegenteil. Da hätte ich damit gerechnet, dass es nicht so oft kommt. Ja, ne, dann warst du ein bisschen enttäuscht, könnte ich mir vorstellen. Und dementsprechend, wenn du sehr, sehr viel Spaß hattest, hat es dich natürlich gefreut. Aber ja, das ist so eine Sache, wo ich sage, dass man hier ein Kolosseum integriert hat, finde ich absolut nachvollziehbar. Fraglich ist, ob diese Challenges abwechslungsreich genug waren. Ich meine, ja, wir haben da drin viel Zeit verschwendet, aber in erster Linie haben wir dann doch irgendwie immer dasselbe gemacht, oder? Ja, und die Tatsache, dass es halt zwei Kolosseum, Mehrzahl von Kolosseum, Kolosseen gab, ja, das war im ersten Moment war das vielleicht ganz cool und dann auch so dieses hier seitliche Rumgetolle, dass da unten Lava sind und so weiter, aber das ist ja eine Sache von ein, zwei Minuten, bis sich das halt ab, wie sagt man, bis dich das nicht mehr begeistert. Aber ja, es geht schon, es geht, es erfüllt seinen Zweck, die Preise, die Gewinnpreise hätten hier und da, guck mal, das Schäfchen, das steckt da mitten in der Erde, mehr oder weniger, die Preise hätten noch minimal höher sein können, aber fernab von dem geht es schon, und wie gesagt, je nachdem, wie du das mit den Rennen und so weiter findest, gibt es hier eher Plus- oder Minuspunkte. Fernab von dem, was sage ich zur allgemeinen Präsentation? Die Texturen sind ein bisschen besser geworden. Ne, klar, man kann das jetzt, wie gesagt, nicht hundertprozentig thematisieren, weil es ja das Remaster ist. Aber ich habe ja auch schon am Anfang des Spiels gesagt, man erkennt trotzdem einen Unterschied zwischen dem ersten Remaster-Teil und dem zweiten Remaster-Teil. Alles hat einen etwas metalligeren, düsteren Look, was natürlich auch zur allgemeinen Thematik passt, wobei sich die Story dann da so in gewissen Punkten ein wenig widerspricht, ne? Also es ist, dadurch, dass mehr geballert wird, kann man den etwas farbärmeren und düsteren Touch verstehen, aber gleichzeitig ist die Story irgendwie so ein bisschen heiterer geworden. Es gab mehr Pipi-Kaka-Humor, kann man nicht als Pipi-Kaka-Humor bezeichnen, aber eher so als Platter. Die Gesellschaftskritik wurde etwas zurückgeschraubt. Ich meine, sie war immer noch da, aber nicht mehr so unterschwellig, so bissig, im Allgemeinen nicht mehr so hart präsent. Wenn sie kam, dann war sie... Oh, da hat mich die scheiß Falle hier so ein bisschen... meine Attacke kaputt gemacht. Ja, ne, also ich... opfere jetzt hier natürlich schon sehr, sehr viel Leben für gute alte Munition, aber ich glaube, dass sich das rentieren wird auf lang. Ich meine, wir sind jetzt hier schon bei Runde 16. Wenn ich jetzt anfangen würde zu ballern, dann müsste das eigentlich gehen, oder? Weil ich habe jetzt 16 Runden lang meine Munition gespart. Aber ich werde trotzdem, je nachdem, was kommt, nochmal so ein bisschen sicher spielen und hier die Bomben wieder equipieren, zumindest drei. Ja, also eine Stil kann ich nachvollziehen. Warte hier, da kommt dann doch der Lancer zum Einsatz. Ja, Story an und für sich, ne, dieser Humor ist natürlich Geschmackssache. Da würde ich jetzt ein paar Mini-Punkte abziehen, aber... so im Allgemeinen, so diese ganzen Story-Twists, hey, du musst da dieses Experiment retten und ey, das Experiment ist eigentlich böse, genauso wie dein Auftraggeber und so, das mit den Halsabschneidern, dass man da quasi so einen mittleren Antagonisten noch integriert hat und so weiter. Nimm mal, man kann sich drüber streiten, ob man jetzt die Präsentation dieses mittleren Antagonistens, das wird auch wieder nix, gut fand.
Aber Fakt ist, die Tatsache, dass er da war und so weiter, hat dem Spiel, denke ich, ganz gut getan. Von daher, da gibt es auch ordentliche Pluspunkte von meiner Seite aus. Was ist mit dem? War das gerade der, den ich kaputt gemacht habe, oder haben sie den vergessen? Musik und so weiter, schwierig. Also da war jetzt auf jeden Fall nichts bei. Das ist Let's Play technisch, das ist immer natürlich schwierig, wenn man das nicht ganz so gut hört. Aber da war jetzt, sagen wir so, da war jetzt definitiv nichts bei, wo ich sagen würde, das war extrem behindert. Aber das würde ich tatsächlich mal so ausklammern. Das müsste man dann wirklich nochmal im Detail schauen, mitsamt der jeweiligen Karten, wo die jeweiligen Soundtracks gespielt haben. Ja, Karten ist ein gutes Stichwort, da werde ich jetzt nicht so viel Augenmerk drauf legen, weil ich das ja auch schon im ersten gesagt habe, dass es in erster Linie Autobahnen sind, und dann kommt es halt drauf an, welche Autobahn du schöner fandest als andere Autobahnen. Da müsste man jetzt auch nochmal im Detail schauen, vielleicht machen wir das nachher nochmal ganz kurz, wenn wir die Zeit haben. Aber ja, das ist natürlich alles dann sehr, sehr subjektiv. Ne? Also ich meine, im ersten Teil konntest du halt wirklich hart in die Planeten gehen und argumentieren, warum dir der besser gefallen hat als der andere und so weiter. Weil es bei dem einen vielleicht mehr zu entdecken gab als bei dem anderen. Aber fernab von dem, wenn dann genau diese Mechanik das Erkunden halt dramatisch reduziert wird, dann hast du halt, wie gesagt, einfach nur noch fucking Autobahnen. Gut, die eine Autobahn hatte vielleicht ein paar mehr Rätsel als andere. Und ach hier, die Umgebung könnte ich auch noch benutzen. Ich könnte ja auch einfach die ganze Zeit vor denen weglaufen und irgendwann würden sie dann auch durch das Areal Schaden nehmen. Ja, ne, manche Autobahnen hatten vielleicht ein bisschen mehr Rätsel als andere und so weiter. Gewisse Schwerpunkte, aber fernab von dem ist das alles natürlich eine sehr harte, subjektive Geschichte. Von daher lasse ich das, wie gesagt, einfach so stehen. Fakt ist, das, was man kann halt die Architektur im Allgemeinen halt kritisieren. Wie gesagt, dass der erste Teil hatte weitläufigere Gebiete, der zweite hat daraus Autobahnen gemacht. Finde ich das gut? Tatsächlich nicht. Also es passt natürlich zu diesem Baller-Gameplay, weil man da einfach den Schwerpunkt drauf legt und man kann natürlich, wenn man diese ganzen Maps korridormäßig baut, kann man sich dann auch mehr auf den Inhalt dieser Korridore fokussieren, und es wäre ja auch blöd, wenn man dann weitläufigere Gebiete hätte, die dann vielleicht nicht so gut bestückt sind. Also ich denke, dass sie das halt sich das so gedacht haben. Wir konzentrieren uns auf das Geballer. Aber gut, war das Geballer denn so abwechslungsreich? Ich meine, man hat durch die Tatsache, dass man die Level, die Waffen upgraden konnte, hat man da ein wenig mehr Spannung und Spaß reingemacht. Aber die meisten Waffen haben sich ja sehr, sehr schnell aufleveln lassen. Und von daher war da der Drops auch meiner Meinung nach schon sehr, sehr schnell gelutschert, ne? Also ja, am Anfang, das was ich halt extrem, bevor ich das irgendwie aus unbekannten holocaustrianischen Gründen vergesse, möchte ich hier hart auf das Pacing, die Story-Progression eingehen. Also nicht die Story selber, so wie gesagt, die fand ich von der Art und Weise, wie sie dargestellt wurde, echt super. Aber ich meine Gameplay-technisch, ja, du fängst da an, hast deine 2-3 Waffen, die sich innerhalb weniger Minuten komplett aufleveln lassen, und kriegst einfach keine neuen. Ja, hier mal eine ganz kurz und da mal eine, aber der wirklich, und auch vom Schwierigkeitsgrad her war das sehr, sehr unterfordernd, aber dann ab dem 3, wie sagt man das? Dem dritten Teil vom Viertel ist das Spiel dann richtig steil gegangen. Ne? Also du hast hier und da hat man, wie gesagt, natürlich, wie ihr wisst, versucht, das schlauchige Gameplay mit diesen 1-2 frei begehbaren Planeten zu kompensieren, aber die kamen meiner Meinung nach auch zu spät und dann quasi schon, naja, fast hintereinander wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ne, so, dass im Allgemeinen die Waffen, die Preise, die
zwei halbwegs offenen, begehbaren Planeten. Die Gadgets. Das ist alles meiner Meinung nach viel zu spät gekommen, ja. Ich hatte wirklich... Und ich... Sorry, ich habe das jetzt leider sehr, sehr... Oh, erstmal die da. Sehr, sehr oft gesagt. Hier werde ich es ein letztes Mal sagen. Ich hatte leider bis zum Schluss wirklich permanent das Gefühl, dass man Schiss hatte, dass ich ab der zweiten Hälfte irgendwie wegschalten könnte oder so. Und dann hat man dementsprechend... Ja, du hattest am Anfang, musstest du hier und da so ein bisschen Renn-Action auch machen, aber dieser Traktorstrahl, nachdem man ihn halt gefunden hat, die... Auch der Dynamo und so weiter, die hatten natürlich am Anfang ihre Momente, ganz klar. Ne? Du hast ein neues Gadget, das will ja auch praktiziert werden und so weiter. Das ist doch echt lang, vielleicht gar nicht so schlecht. Das macht sich natürlich auch gut, wenn man von allen Seiten angegriffen wird. Aber fernab... Oh shit, das ist wieder so eine Phase. Wieso bin ich da immer sehr am Rande, wenn das passiert? Fernab von dem wurde das dann alles wirklich... im letzten Drittel, letzten Viertel nochmal ausgepackt und es hat sich wirklich oft einfach so angefühlt wie so ein, wie gesagt, wie so eine Ampel. Du willst einfach tollen Spielspaß hier erleben, dich schön durch die Gegend ballern und dann sollst du da so ein scheiß Rätsel machen, ja? Ich dachte mir jedes Mal, ey, muss das jetzt sein? Das hält auf, das nervt und bla und Keks, aber dann wirklich hat man gefühlt in den letzten Stunden überwiegend das nur noch gemacht. Ja, da hast du so ein bisschen geballert, dann kam da so eine große Traktorstrahlsektion, dahinter dann so ein bisschen der Dynamo und der Klimadingsbums, der Terminator und so. Das, ja, also ich bleib dabei, ich verstehe das, das ist auch wieder sehr subjektiv, ich verstehe das, wenn ihr da richtig krassen Spaß dran hattet, aber ich hatte, wie gesagt, das Gefühl, dass man mich einfach hardcore-mäßig beschäftigen will. Das war für mich ein krampfiger Versuch, Abwechslung zu bieten, was dieses Spiel meiner Meinung nach nicht nötig hat. Warum hat man denn nicht... Und vor allem, es hat diese Gadget-Passagen haben sich halt auch oft so... einfach auch so komisch angefühlt. Ich meine, gut, dass beim Terminator, da ging es noch, wisst ihr, wo wir da ständig das Wasser hoch und runter gemacht haben und dann die... Fische vereist haben und so weiter, das ging noch, ne, weil das da auch so ein bisschen mit der Umgebung gespielt hat, aber bei den anderen Sachen hatte ich auch konsequent so das Gefühl, dass das irgendwie nicht reinpasst. Also im ersten Teil, wenn du da das Wasser, den Wasserspiegel verändert hast, gut, da darf man sich auch fragen, wieso da mitten in der Pampa so eine Maschinerie ist, aber das hat halt meiner Meinung nach besser mit der Umgebung harmoniert. Und hier so dieses, ja, da hast du jetzt hier, musst du so ein bisschen mit dem Traktorstrahl was machen und so. Klar, du hast dann vielleicht da und dort so ein bisschen was aufgesprengt und sowas. Es hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt, muss ich sagen. Aber ja, genau, die Preise der Waffen, ne, du konntest dir irgendwann einfach gar keine Waffe mehr leisten, was auch untypisch für dieses Spiel ist, weil es ja halt nun mal dazu gehört, dass man konstant neue Waffen kriegt, die man dann aufleveln kann. Gewisse Waffen waren sehr, sehr schwer zum Aufleveln. Die hatten da irgendwie nicht wirklich Bock auf dich. Ja, jetzt wird es langsam wieder knapp, ne? Davon habe ich 17 erhalten. Wieder? Oder hatte ich noch 17? Ich weiß es nicht. Aber die ist gar nicht so schlecht, ne? Gut, da kann ich dann die Umgebung einfach verwenden und so ein bisschen den Schraubenschlüssel. Dann das mit der Rüstung, ja. Auch an und für sich eine nette Idee, auch dass man quasi in Anführungsstrichen Level steigen kann und so weiter und dann sein Geld für Ausrüstung ausgeben kann. Aber die kam dann auch recht spät, ne? Du warst dann irgendwie schon so 10 Stunden im Spiel und plötzlich kriegst du innerhalb weniger Stunden 2, 3 Rüstungen einfach und auch so unmittelbar hintereinander. Dass du dann auch einfach dich verarscht vorkommst, wenn du das dann halt beim ersten Mal gespielt hast, ne? Dann hast du da eben... Okay, das mit den 25.000, das geht noch, aber dann kam halt direkt die für 125.000 und die für 250 und dann hast du die für 125.000 gekauft und dir dann so gedacht, was soll der Scheiß, ey?
hätte ich doch mal lieber gewartet. Und du kannst es aber natürlich nicht wissen, logischerweise, weil das, wer rechnet denn damit, dass da erst 10 Stunden lang gar keine kommt und dann kommen auf einmal 3 oder was, ja? Also, auf was ich letzten Endes hinaus will, ist, ich glaube dem Spiel hier vom Geld her, von den Rüstungen her, vom Schwierigkeitsgrad her, fehlt dem Spiel ganz klar, oh wow, penetriert euch mal wieder selber, ein Mittelteil. Ihr hättet in der Mitte wirklich die Waffen, den Schwierigkeitsgrad und so weiter leicht, weil der Anfang war wirklich leicht, das war wie gesagt extrem unterfordernd, aber man hätte irgendwie nochmal sowas in der Mitte machen müssen. Von den Preisen her, dass die Waffen dann irgendwie so 30 bis 50.000 kosten, nicht 100.000. Dass das Spiel, ja, das ist glaube ich nicht die passende Waffe, dass das Spiel minimal schwerer ist und so weiter, aber das, was man letzten Endes hier bekommen hat, das war halt Tag und Nacht, ne? Da gab es halt nichts dazwischen. Da war dann irgendwann der Moment, wo du gemerkt hast, ups, jetzt halten die Gegner irgendwie 35.000 Schläge aus. Naja, habe ich dann halt Pech gehabt, ne? Muss ich irgendwie mit klarkommen. Und das ist halt nicht geil, genauso wie die Tatsache, dass... Ja, das Ding ist, ich habe jetzt hier in diesem Verlauf, in diesem Spieldurchlauf, habe ich deutlich besser gewirtschaftet, aber ich habe deutlich weniger Munitionskisten hier eingesammelt. Also plus minus null Fragezeichen, ich bin mir nicht sicher. Das gilt es tatsächlich noch abzuwarten, mal schauen. Da drüben ist noch eine, hier kann ich ein bisschen was abgrasen. Was brauche ich denn? Naja, kommt auf die Gegner an. Schätzungsweise. Je nachdem brauche ich halt gewisse Sachen. Er folgt mir immer noch, ne? Junge, Junge, Junge. Aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, dich anzugreifen. Du müsstest genau dann gleich verrecken. Denk dran, die Umgebung verwenden. Im Fall der Fälle. Dafür brauche ich das definitiv. Genau, dann bleibe ich einfach hier. Komm her. Oh nein, nein, nein. Den habe ich jetzt wieder nicht... Der ist einfach da drüber gelaufen, oder was? Hat er mal schnell Cheats hier aktiviert. Ja, so habe ich jetzt was vergessen. Ja, das Remaster an und für sich, ihr habt es gesehen, ihr wart alle live dabei. Sehr, sehr viele Bugs. Es war schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte. Da hätte man sich natürlich deutlich mehr Mühe geben müssen. Nicht können, sondern definitiv müssen. Also das war... unter aller Sau. Was gebe ich dem Spiel jetzt letztendlich? Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was ich, 15 davon. Was ich dem ersten Teil, wow, wie stylisch, oh scheiße, jetzt wurde ich doch getroffen, gegeben habe. Ich glaube eine 9 oder so, 8,59. Ich würde dem Spiel hier, weil mir hier, wie gesagt, der Mittelteil fehlt, die Waffen viel zu... Oh, shit. Ja, soll mir recht sein. Muss ich nicht kämpfen. Die Waffen mir hier viel zu teuer sind und so weiter. Gebe ich dem Spiel, glaube ich, eine 7 oder eine 7,5. Also es war definitiv nicht so gut wie der erste. Also ich feiere, dass man jetzt Seitwärtsschritte machen kann und so weiter. Alles gut, aber... dann doch irgendwie auch dieses, wie gesagt, diese ganzen Minispiele und so sind tatsächlich nicht so meins. Und natürlich steckt hier vielleicht auch wieder so minimal das Problem dahinter. Das habe ich aber, glaube ich, auch im ersten gesagt. Wobei, ich habe ja dann gesagt, dass ich den ersten besser finde, obwohl ich mit dem dritten angefangen habe. Aber hier haben wir dann wirklich das Problem, dass man, der erste, der hat ja wirklich komplett was anderes gemacht. Und hier ist man dann auf diese Ballerschiene gegangen. Und der dritte, der hat das definitiv, wow, besser gemacht. Von daher, ich weiß, das ja, kann man ja auch dementsprechend positiv sehen. Ich weiß, dass sie dann vielleicht auch selber nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht haben und gemerkt haben, jo, das und das, die Minispiele wurden reduziert. Das Pacing ist besser, also vom Gameplay her. Es gibt deutlich mehr Waffen zu kaufen für deutlich bessere Preise. Von daher, ich... ich krieg jetzt gerade, muss ich sagen, ein bisschen Panik, ne? Die Kameras wollte ich mir eigentlich aufbehalten für den Boss, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das letzte Mal hier die Rüstung hatte, als wir es versucht haben, aber das geht gerade wieder so ein bisschen den Bach runter hier, deswegen versuche ich jetzt, ah, das war auch so unnötig, einfach zu überleben. Moment, ach, das ist ja die Runde 60, ja dann ist ja alles okay, schätzungsweise. Lasst mich mal hier so ein bisschen
die Muni einsammeln, die da ist. Sehr, sehr viel Muni ist da. Und dann werden wir ihn besiegen und hoffentlich dann unsere Ruhe haben. Nicht, dass ich mich irre und es gibt tatsächlich noch mehr Runden. Das wäre ja sehr, sehr problematisch. Jawohl, ne? Ich würde die Dinger gerne angreifen, aber ich komme nicht dazu. Also hoffe ich, dass die genau sich gegenseitig schön penetrieren. Wow, ja, Spinni, Spinni, Spinni. So, okay, okay, dann fangen wir mal an und platzieren hier, oh nein, wie unnötig, schätzungsweise ein paar Kameralies und Wurfsternis. Immer schön daran denken, dass es irgendwann den Moment geben wird, wie jetzt, wo der Spacko rauskommt. Ach ja, Schwarzmarkt, ne, Waffen konnten upgegradet werden und so weiter. Leider musste man dafür Titanbolts haben, was ich ein bisschen schade finde, dass man da, wenn man da halt und auch nicht so dieses, du kannst dein Schiff upgraden und so. Das ist halt, das Ding ist, du musst halt schauen, dass du den Zusatzinhalt, die Nebenbeschäftigung, die du anbietest, dass die halt wirklich auch als solches gesehen, nee, das behalte ich mir, glaube ich, auf, gesehen werden kann und quasi nicht wirklich gemacht werden muss, ja. Wie gesagt, das hätte jetzt auch sein können, dass ich, wenn ich, bist du schon wieder da? Habe ich dir so viel abgezogen? Wenn die Schiffsmissionen jetzt beispielsweise ein bisschen härter gewesen wären, dann hätte ich vielleicht wirklich dann mein Schiff upgraden müssen. Also hätte ich diese Nebenbeschäftigung wäre dann Teil der Story gewesen. Das wäre dann nicht so cool gekommen. Oder im Allgemeinen, ja, das Ding ist auch, ne, man hat hier auch, was auf der anderen Seite hätte stattfinden müssen, ist, dass man hier halt durch die ganze Kolosseumsarbeit, die man hier tätigt, hätte man meiner Meinung nach schon so ein bisschen mehr Geld kriegen sollen. Das finde ich ein bisschen beschämend. Ja, Scharfschützengewehr halt. 360 No-Scope und so weiter. Mann, ja, jetzt, was soll ich machen? Ich versuche hier irgendwie meine Ausrüstung zu retten und dann kassiere ich aber wieder. Wow, das ballert ja echt rein, ne? Ist das jetzt dein Ernst? Soll es jetzt wieder scheitern? Was ist mit meinen Waffen? Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben. Das ist halt wirklich fucking absurd, Leute. Was ist das? Aber wenn ich gewusst hätte, dass der Zerstörer so reinballt und dann treffe ich nicht, herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt habe ich nur noch die Wurfsterne oder okay, die Bomben. Klar, für den Fall, dass dann wieder so ein Ding sie rauskommt. Okay, aber das ist halt auch nicht so geil. Ist das euer Ernst? Okay, nee, sorry Leute, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber auch kein Verständnis dafür, muss ich sagen. Das Ganze nochmal machen zu müssen, das ist ja, da war ich ja beim letzten Mal besser. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, wie gesagt, es hat sich wieder summiert. Aber was erzähle ich? Also ich wollte sagen, die Tatsache dieser kleinen Schäden, die ich über mich ergeben lassen habe, um Munition sparen zu können. Am Ende habe ich Munition gespart, aber es hat mir trotzdem nichts gebracht, ne? Mein Gott, ey, es ist so dumm. Es ist wirklich so dumm. Ich schwöre, ich habe das damals geschafft, aber okay, sei es drum. Ich würde sagen, wir belassen es trotzdem an dieser Stelle hier dabei. Und sollte ich irgendwann nochmal Lust kriegen, werde ich es einfach ein weiteres Mal versuchen. Vielleicht schaue ich auch mal, dass ich... Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich könnte noch ein paar Kristalle farmen, okay. Und mir dann im besten Fall irgendeine Waffe kaufen, die ich brauche. Oder wie gesagt, ich habe die ersten 16, 17 Runden, habe ich keine Munitionskisten eingesammelt. Aber ja, natürlich habe ich keine eingesammelt, weil ich keine gebraucht habe, oder? Also, ich weiß nicht, dude. Ich habe hier und da so ein bisschen diese hier Mini-Raketenröhre verwendet. Aber trotzdem, ich finde das alles sehr, sehr fragwürdig, muss ich sagen. Ey, dass es wirklich daran scheitert, ne? Das ist so absurd. Aber ja, wie gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich kann es nochmal versuchen und nochmal und... Ja, ich kann natürlich einfach sinnlos
Zeit in dieses Spiel investieren, um hier irgendwie so eine Kackwaffe mir zu kaufen, die dann im Endeffekt auch nur 10 Munition hat. Das bringt mir halt wirklich leider gar nichts, ja. Von daher, und ich habe sogar die Waffen aus dem ersten Teil eingesetzt, was ich ja beim letzten Mal auch nicht gemacht habe. Also ich kann mir nicht erklären, wie das jetzt zustande gekommen ist. Aber okay, ja, wir speichern jetzt und schauen uns mal den die ultimative Zeit an. Wobei, wie gesagt, man muss sich das ja selber zusammenrechnen. Die Spielzeit stimmt ja hier nicht hundertprozentig. Ich glaube, wir sind jetzt bei, ja, knapp, warte, 40, 9, 3, 6, 4, 14, 15 Stunden oder so. Mal gucken. Ja, 16 plus minus, ne, je nachdem, halt, weil ich die Konsole angelassen habe und das hier ist mein alter Spielstand, ja. Gut, vielleicht habe ich doch ein bisschen mehr Nebenkram versucht oder so, aber also ich meine, 4 Stunden knapp, ja, 3,5, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, finde ich. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen, ne. Ich kann euch leider hier nicht so viel extra Shit bieten. Ich werd gucken, ob ich noch irgendwie ein Making-of rausfischen kann. Das werde ich mir dann anschauen. Und ihr seht das dann, aber ich werde dann keinen Kommentar mehr dazu abgeben können, weil ich es ja gerade nicht habe. Ne? Aber ja, beim ersten hatte ich ja, wie gesagt, alles selbstständig freigeschaltet. Hier war das ja nicht der Fall. So. Also erstmal haben wir einen beschissenen Ring, weil ich immer zu faul war, den Ring manuell anzuwählen. Ansonsten, okay, die Lava-Dingsbums habe ich. Rausschmeißer, ja gut, was soll ich sagen? Ich habe halt offensichtlich denselben Scheiß. Den Spinnbot-Handschuh habe ich mir noch gekauft. Und ich habe dieselbe Ausrüstung. Und tatsächlich, glaube ich, minimal Leben sogar, oder? Ja, ne? Wow! Ein Spinnenbot und den kann ich, da kann ich mit rumlaufen und, einen Schaden verteilen. Herzlichen Glückwunsch. Irgendjemand in die Luft jagen. Aber das ist ja auch keine Kolosseumswaffe, ne? Von daher bringt das auch nicht so viel. Na gut, Leute. Ja, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Spiel und im Allgemeinen ein sehr gelungenes Sequel. Eine gelungene Fortsetzung. Hätte auch schlimmer sein können, mal ganz ehrlich, ja. Es ist halt alles hier sehr, sehr subjektiv und dementsprechend fällt es mir sehr, sehr schwer, das Ganze zu bewerten. Aber was wir mal machen können, was ich ja tatsächlich beim ersten Teil vergessen hatte, war zu schauen, wie viel das auf eBay kostet und auf Amazon. Wobei, das sind halt fucking PlayStation 2 Spiele, da ist der Markt, glaube ich, nicht ganz so penetrant. Aber finde ich gut, dass man, wenn ich hier Amazon.de eingebe, ein zweites Leben für zurückgesendete Produkte, da werde ich direkt von dem Typen mit Maske begrüßt, da habe ich direkt keinen Bock mehr, ey. Ratchet and Clank 2, so. Nicht verfügbar. Das war's schon, oder was? Nicht verfügbar. Okay. Versuchen wir es mal mit .com. Ja, ich habe grundsätzlich sowieso immer das Gefühl, dass man bei .com eher was kriegt. Aber gut, es ist Amazon, es ist nicht eBay. Also, ja. Aber manchmal ist ja dann doch ein bisschen was bei hier. Naja, nee. Gorgeous Pack Strongest Galaxy 123. 123 Remaster hier, oder was? PlayStation 2 Bundle? Nee. Also auf Amazon kannst du das vergessen, aber ja, keine Ahnung, wieso ich darauf gucke. Das hätte man sich ja jetzt auch denken können. Versuchen wir es mit eBay. Ratchet & Clank 2. Ach, den ersten wollte ich auch nochmal nachschauen, ne? Ja gut, sehen wir ja hier. Also der erste hieß Size Matters. Der zweite hieß Locked and Loaded. Und der dritte hieß dann Going Commando, nehme ich an. Sehe ich hier gerade nicht. Also 4 Euro, ja, das ist aber, das sind Gebote, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht Bock drauf, Moment, wo machen wir das denn nochmal? Höchster Preis, neu eingestellt, ich will, hier, sofort kaufen, genau. Ja, also der dritte 8,
Der erste 21. Ratchet & Clank Promo Kit. Very Rare Retro Collectors Item. 40.000. Da will jemand 40.000 haben. Was ist das für ein Ding? Das ist einfach so eine kleine Kugel. Was kann die? Kann die zaubern oder so? Das ist einfach eine Box und was ist das? Ich kann es nicht identifizieren. Ich weiß nicht, was das sein soll. Heftiger Shit, Leute. Heftiger Shit. So, 6 Euro für den dritten, 10 Euro für den ersten, 6 für den dritten, 15 für den dritten, 13 für den ersten, 25 für den ersten, 15 für den ersten, nur CD, 12 für den dritten, 9 für den dritten, 10 für den dritten, 12 für den dritten, ich sehe nur den dritten, was ist los bei euch? Ich habe doch offensichtlich den zweiten eingegeben, ja, also so hier 25, also... Oh, 40, gerade wollte ich einen Durchschnitt angeben. 40, 27, 120 für Ratchet 1 bis 4, also 1, 2, 3 und Gladiator. Ja, ne, also es sind bodenständige Preise. Hier haben wir sogar die Trilogie, das HD-Remaster für 59, ja, knapp 60 Euro, 58,99. Okay, ja. Geht schon, ne? Kann man machen oder auch tatsächlich nicht. Also ich würde natürlich vor allem für Leute, die das noch nie besessen haben, grundsätzlich immer die HD-Trilogies empfehlen und so weiter, weil es ja einfach Remasters sind. Gut, hier und da gibt es ein paar Bugs, aber im Endeffekt kriegt man 3 Spiele für den Preis von einem und deswegen die Essenz funktioniert ja bis auf einige Bugs. Ach ja, genau. Wie würde ich das Remaster bewerten? Wenn ich dem Hauptspiel, dem normalen Spiel 7,5 oder 7 gebe, gebe ich dem Remaster eine 5 oder eine 6. Ja, sagen wir 6,5. Ne, wir wollen ja nicht so sein. Das waren jetzt keine, bis auf die Tatsache, dass ich meine Waffen stellenweise nicht wechseln konnte, keine Ultra-Hardcore-Fails, aber es hätte tatsächlich nicht sein müssen. Ja, fernab von dem kommt an dieser Stelle wieder mein Endgulasch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal dranbleiben würdet, noch andere Let's Plays schauen würdet. Denn ihr seid hier bei den besten, tiefgründigsten, strikehaftesten Let's Player Deutschlands. Ich gehe für euch immer an die Grenzen, kassiere die guten alten Strikes. Bin jetzt bis Ende Februar immer angespannt. Angespannt werde ich auf meinen Channel schauen und ja, also gucken, ob er noch existiert. Und wenn dann der Strike da wieder weg ist, dann... Ich werde grundsätzlich weiter zynisch, sarkastisch, ironisch, überspitzt reden. Aber wie gesagt, hier und da muss man sich dann vielleicht gewisse Codes für gewisse Thematiken ausdenken. Aber ich habe auch so fernab von meiner bösen Zunge auch natürlich sehr, sehr viel an Spielen zu bieten. Wir haben mittlerweile hier, wenn ihr das seht, 5100 Videos auf dem Channel. Und von alt und neuen Sachen... Und es werden, wie gesagt, wenn nichts schief läuft und YouTube mich nicht noch irgendwie zu mir nach Hause kommt und mich hier auch noch fisten will, werden immer 100 bis 500, 600 Videos kommen. Ursprünglich war es ja mal geplant, dass ich je nachdem, wie viel Geld ich kriege, eine gewisse Anzahl, ja, ich verspreche es. Also wenn ich das Geld kriege, dann ist es ein Fakt, ja. Ich hatte euch das ja, glaube ich, auch hier erklärt. Für 2 Euro gibt es ein garantiertes Video und das geht hoch bis zu 1000 Euro. Bei 1000 Euro kriegt ihr von mir garantiert 500 Videos. Ich werde es aber natürlich auch so versuchen zu erreichen, aber wenn es da nicht klappt, dann sage ich ja Pech gehabt. Ja, ich mache das ja alles freiwillig, solange ich nicht die entsprechende Summe kriege. Geht das schon? Ich versuche das aus eigener Hand zu machen und wenn ihr das Ganze fördern wollt, wenn ihr euch so denkt, wow, 100 bis 500 Videos im Monat. Ich meine, was macht der durchschnittliche große Gronkh, Keyshaw und Pizmeat pro Monat? Circa, also so durchschnittlich würde ich sagen 60 bis 100 Videos oder so maximal. Maximal 100 und da denke ich auch gerade speziell an Pizmeat. Ja, ich meine, die sind ja auch nun mal zu 6. Ich kann ja dann gerade nochmal rüberschauen, ne, dass wir das da auch wirklich mal jetzt hier, dass ich euch da eine faire Zahl geben kann. Also ich meine, Leute, ich alleine schaffe bis zu 500, 600 Videos im Monat. Die sind zu 6, die müssten ja 1000 oder so machen. Mal gucken. Also wir haben hier 1, 2, 3, knapp 4 in den letzten
Gut, ja, das ist schwierig, ne, weil man ab einem gewissen Zeitpunkt steht dann nur noch vor einem Tag, vor 2 Tagen. Wie viel? Der Monat ging jetzt 2 Wochen. Okay, dann nehmen wir mal. Fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mal 6, 60 plus 3, 3, 63. Ja, so 63. Okay, hier Peacemeat beispielsweise würde, wenn die so weitermachen mit dem Content, der auch tatsächlich nicht soundtechnisch gut bearbeitet wurde und kommentartechnisch auch nicht so interessant ist. Also mit Billo-Videos, sie schaffen es, 120 Billo-Videos im Monat zu bringen, okay. Aber so Leute wie Gronkh und so weiter, wie gesagt, ich würde so sagen, durchschnittlich 100 maximal. Wenn ihr natürlich so an kleine YouTuber denkt, dann kann das auch deutlich weniger sein. Von daher, es ist ja auch so, dass ich je nachdem, wie aufwendig das Let's Play ist, da extra Zeit rein investieren muss. Beispielsweise bei neuen Spielen sitze ich da teilweise für ein 20-Minuten-Video 60 Minuten im Schnitt. Und hier war es auch so, dass ich natürlich die ganzen Sequenzen hochdrehen musste und so weiter, was ja andere YouTuber auch nicht machen. Wenn ihr das alles schätzt, wenn ihr das vom Aufwand her, die Tonabmischung, das Kommentieren dieser Videos gut fandet, dann würde es mich freuen, wenn ihr dran bleibt, vielleicht mal einen Kommentar schreibt, denkt dran, die Videos, falls ihr es vergessen habt, nochmal nachträglich zu liken. Und im besten Fall lasst ihr mir vielleicht einige Euronen da. Es gibt auch bereits einige, die das tun. An dieser Stelle möchte ich mich dementsprechend bei dem deutschen Senioren-Let's Player, dem Lukas und dem Sakul bedanken. Die lassen, je nachdem, der deutsche Senioren-Let's Player ist da recht konstant, lässt 15 Euro monatlich da und ich glaube schon seit fast einem Jahr oder so. Bei Lukas und Sakul, kommt immer drauf an, wie die Leute dann natürlich das Geld haben. Ich hätte es ja am liebsten so, dass jeder einen Euro spendet. Ne? Wenn mir die 327 Leute, Abonnenten, die ich aktuell habe, wenn mir da jeder einen Euro spenden würde, dann wäre das super für mich und auch super für euch, weil ihr würdet nicht arm werden. Aber da das leider nicht so ist, bin ich natürlich umso mehr dankbar, dass die zwei, drei Leute, die mir Geld da lassen, dann wenigstens ein bisschen mehr Geld da lassen. Der sehr cool hatte diesen Monat, glaube ich, unter anderem 25, der Lukas 5 oder 10 Euro, ich bin mir da nicht sicher. Also vielen, vielen Dank dafür. Jeder Euro wird selbstverständlich gern gesehen. Ne? Das ist auch besonders gut für die Leute, die ja sich auch. Es gibt ja sehr viele Leute, die nicht wirklich Bock haben, sich alles anzuschauen oder keine Zeit haben. Und ich finde, mit einer Spende, dass das einfach ein gutes Signal nach außen ist und quasi euch und dass ihr mir damit zeigt, hey, ich habe jetzt nicht immer Zeit, deine Videos zu schauen, aber ich respektiere deine Arbeit und so weiter. Und ne, das ist ein gutes Zeichen. Es wäre natürlich parallel gut, wenn man dennoch die Videos guckt und liked, aber so finde ich, ja, es ist einfach auch ein gutes Zeichen und es hilft mir sehr, weil ich ja auch finanztechnisch, ja, nicht so viel habe. Also wir haben, es gab ja in den letzten Monaten viel hin und her, weil da habe ich einen Zeitungsjob verloren, da habe ich eine neue Zeitungstour bekommen und so weiter. Hier ist die Kurzfassung. Wir haben am Ende des Monats für Essen und Trinken 200, 300 Euro übrig. Ja, also es geht, ganz klar. Aber das ist dann auch schon alles. Ne? Also wenn jetzt hier der Computer abkackt oder so, da, ja, müsste ich dann wieder irgendwas auf Raten kaufen oder so. Deswegen, Euronen sind immer gern gesehen und helfen mir sehr, sehr viel. Sie werden dann auch natürlich für Sinnvolles eingesetzt, für PlayStation Now oder Plus oder beides unter anderem, ne, da kann man dann ja auch immer schön neue interessante Spiele zocken oder mittlerweile kriege ich sogar Amazon-Gutscheine für Essen, ja, weil es wahrscheinlich irgendwann mal den Zeitpunkt geben wird, ich drücke mich da jetzt vorsichtig aus, wo man dann wegen gewissen Gründen, ihr wisst welche Gründe, nicht mehr, vielleicht irgendwann nicht mehr in den Supermarkt kommt und da könnte ich mir dann beispielsweise mit dem Geld über Amazon so ein bisschen Essen bestellen und so weiter. Ja, ich kann da wirklich jeden Cent gebrauchen. Aber gut, genug von mir. Wie gesagt, ihr kriegt jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen Making-of oder so, je nachdem, ob es das gibt, ob ich was für euch raussuchen kann, ob ich was finde. Und dann wird es irgendwann wahrscheinlich nochmal eine Folge geben, wo wir endlich diese verfickte
Herausforderung schaffen. Und fernab von dem, ne, bitte bleibt nicht nur wegen Ratchet und Clank hier, aber wenn ihr ja dann doch darauf wartet, dann deabonniert mich bitte, schaut vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal vorbei. Ne? Ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich direkt mit dem nächsten weitermache. Ja, ne? Also denkt immer dran, seid vielseitig, habt bitte auch Interesse für andere Serien, denn ich hatte das in der Vergangenheit auch des Öfteren, dass mich dann wirklich jemand für Tekken abonniert hat oder Dynasty Warriors oder für ein einziges Spiel, was ich seiner Meinung nach für den Rest meines Lebens zocken sollte. Fucking Italian Job. Und wie ihr euch vorstellen könnt, hatte ich da natürlich nicht so wirklich Bock drauf. Und das ist dann natürlich schade, dass man dann so von seinen Abonnenten behandelt wird, die dann zu Abo-Leichen werden. Und meine Abo-Zahl steigt quasi, aber im Endeffekt habe ich nichts davon. Und das wollen wir doch alle nicht. Nicht wahr? Von daher, ja. Wenn ihr es bis zum Ende des Videos es geschafft habt, dann schreibt und ihr mir zeigen wollt, dass ihr es ja bis zum Ende geschafft habt, wenn ihr euch abheben wollt von anderen ADHS-Menschen, die dieses Video nicht bis zum Ende durchgestanden haben, schreibt runter, der Rausschmeißer schmeißt dich raus und das raus mit 5S, bitte. Also der Rausschmeißer schmeißt mich raus, ja. Macht das, wenn ihr mir zeigen wollt, dass ihr es bis zum Ende geschafft habt und dann seid ihr ganz, ganz cool. Kriegt von mir ein Herzchen und einen Daumen und Kekse und was auch immer ihr wollt. Was? Marihuana? Ja, kriegt ihr von mir auch und vielleicht noch ein paar gefälschte Punkt, Punkt, Punkt. Das macht ja auch die Runde, dass das soll extrem sein tatsächlich. Ne? Finde ich ehrlich gesagt ziemlich lustig. Ich hoffe, das war wieder nicht zu viel für Kostapo-Tube, dass ich mir hier und da einige Scherzi-Linies erlaubt habe. Ja, denkt immer daran, wir sind hier noch auf Kostapo-Tube, wo es schätzungsweise mittlerweile einfacher wäre Kinderpornos und Tierpornos hochzuladen, statt hier zu versuchen, ein Let's Play zu machen, ohne gestrikt zu werden. Ja, das halte ich tatsächlich für einfacher. Also ich werde mal demnächst schauen, ob ich ja grundsätzlich nicht jetzt Kinder- oder Tierpornos, einfach grundsätzlich vielleicht mal ein Striptease von mir aufnehme und das dann einfach bei YouTube hochlade. Ich denke, das ist deutlich sicherer, als Let's Plays zu machen. Das ist mittlerweile einfach gefährlicher. Ne? Hier so Spiele spielen und reden und so weiter mit eigener Meinung, eigener Persönlichkeit. Ja, von daher, ich werde demnächst kündigen und einfach bei Pornhub oder so anfangen. Das habe ich hiermit angekündigt. Also, ne, das wäre vielleicht auch nochmal ein Grund für euch. Also, ne, OnlyFans-Account und so weiter. Falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch ja mal melden. Ja. In diesem Sinne. Bis. Ach so, Moment. Irgendwas war da noch. Ich hatte es gerade kurz auf der Zunge und dann war es wieder. Ach so, ja, genau. Ihr habt hier und da vielleicht mal in Sequenzen, die ich ja hochdrehen musste, kurz Rauschen gehört. Das liegt daran, dass mein. Falls ihr euch gefragt habt, was da passiert ist. Mein Headset stellt sich automatisch aus, ein, zwei Sekunden, wenn ich ein, zwei Sekunden lang nichts gesagt habe, ne? Also man hört dann kein Rauschen. Aber wenn ich dann vielleicht mal zu laut atme oder in manchen Sequenzen habe ich dann gecheckt, ob mein Mikro noch richtig sitzt, dann bin ich quasi hier so gegengekommen und dann wurde das Headset wieder aktiviert und da gab es dann dementsprechend in manchen Sequenzen so einen kurzen Rauscher, ja, das lag nicht am Spiel, sondern tatsächlich an mir, aber was den Rest angeht, ne, Soundabmischung und so weiter, also habe ich ja alles korrigiert, aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir das ja nochmal ansprechen, das war wirklich katastrophal, ja, also ich musste ständig, wie so ein DJ, so, oh, da kommt jetzt eine Sequenz, okay, dann drehe ich mein Headset hoch und, oh, die Sequenz ist schon wieder vorbei und die Ingame-Sequenzen waren so semi-laut und die 4:3-Sequenzen, die 4:3 waren, also nicht bearbeitet wurden, die, müsst ihr euch mal vorstellen, ey, wirklich, da haben die 1:1 die alten Sequenzen reingenommen, ja, das Bild nicht bearbeitet, den Sound nicht bearbeitet, dafür aber das normale Gameplay anscheinend soundtechnisch bearbeitet und es war richtig, richtig eklig. Ich glaube, der dritte ist nicht ganz so schlimm, aber ja, das ist ja auch, ne, von Scheiße zu normal, also, man verlangt ja nicht so viel, ne, aber das, was man sich da so vorgestellt hat, dass das so ansatzweise so gleich klingt und so weiter, ja, das sind anscheinend auch damals schon Anforderungen gewesen, die
dem Spiel nicht, die das, dem, der die das Spiel nicht gerecht werden konnte. So, ich höre auf, ich kann nicht mehr. Bis zum nächsten Mal, see ya. Ja, es wird wahrscheinlich auch irgendwelche Glitches und so weiter geben, aber ne, ich habe das Spiel nicht auf Platin gesetzt, ich kenne mich da null damit aus, also auch so, was den Herausforderungsmodus und so weiter angeht, ne, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, kauft euch das Spiel vielleicht nochmal selber und bla und yay, Rennen und Flug und bla, wenn euch das alles interessiert, ne, dann werdet ihr, denke ich mal, noch auch abseits dieses Let's Plays so ein bisschen Spaß mit dem Spiel haben können, wenn ihr dann irgendwas auf YouTube findet, das hat bestimmt irgendein Depp auf Platin gemacht oder so 100% Speedrun, was auch immer, aber fernab von dem sehen wir uns dann, wenn ihr mögt, irgendwann dann bei Ratchet & Clank 3 wieder oder wie gesagt bei den 500, 600 anderen Let's Plays, die vorher wahrscheinlich laufen werden, ja. Jetzt aber wirklich, bye bye. Situation. I must humbly request your sustenance on a mission of dire urgitude. Thank you.
to update my security forces. No, hey, no, no, look, I'm just here to fix the transporter coil. I got back to the studio today to record some more dialogue for the new game. This is where it all happens. We should probably start to the record skills. Okay. Cool. This one has a built-in thermal stabilizer, humidifier, a low jack, the optional massage feature, caller ID, and...